was wollen wir? Wir arbeiten in über 50 Ländern der Welt und wir sehen, dass autoritäre Systeme überall im Vormarsch sind. Diesen Vormarsch wollen wir stoppen mit den Mitteln, die uns zu Gebote stehen, mit Kontakten, Kommunikation, den Menschen zuhören, aber auch zu sagen, was sie selbst bedenken müssen. Wir schaffen hier in Europa, wenn wir gut wirtschaften, die Grundlage für soziale Sicherheit. Wie wir miteinander leben wollen, ist die Entscheidung für die Freiheit. Auch Starke und Große brauchen Freunde, das sollten wir uns immer in Erinnerung rufen. Eigene Fehler zu erkennen, bereit zu sein, nicht nur anderen die Schuld zuzuweisen am eigenen Ungemach, ist eine der Herausforderungen, die wir im Klima und in der Diskussion Europas spüren. Es sind eben nicht nur die anderen schuld, wenn man selbst nicht so erfolgreich ist. Eine der entscheidenden Voraussetzungen ist die Bereitschaft, auch sich selbst immer einmal zu bespiegeln und in gewissen Abständen seinen eigenen Keller aufzuräumen, möchte ich sagen. Wir haben immer noch eine Komfortzone, wir leben in Wohlstandsgesellschaften und wir sollten darauf achten, dass es keine Nichtverschlechterungsgarantie gibt. Es wird ganz entscheidend sein, wie wir Probleme bewältigen. Trotz aller Widrigkeiten, trotz allen Ärgers, trotz Ereignissen, die wir so nicht mehr erwartet haben, hätten wir die Europäische Union nicht, davon bin ich tief überzeugt, müssten wir sie gestalten. Und jetzt, da wir sie haben, müssen wir sie besser machen. Deshalb sind wir hier. Es geht darum, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, aber auch Menschen zu sagen, was sie tun müssen. Mit der Entscheidung des Vereinigten Königreichs aber, die Europäische Union verlassen zu wollen, ist doch nun eine weitere und sehr, sehr tiefgreifende Verunsicherung hinzugekommen. Und nach diesem ernüchternden Ausgang des Referendums wollten und konnten sich wohl nur wenige Europäer vorstellen, dass mit dem überraschenden Wahlausgang in den Vereinigten Staaten auch noch die transatlantische Partnerschaft in eine neue und im Moment noch schwer vorherzusagende Periode eintreten wird. Europa, die Europäische Union, steht vor einem ganzen Bündel an Herausforderungen. Die größte wird sein, diesen Aufgabenkatalog als gemeinsame Verantwortung zu verstehen. Eine engere Zusammenarbeit und ein engerer Zusammenschluss der europäischen Staaten zielen nun dabei weder auf die Auslöschung nationaler Identitäten noch nationaler Kulturen. Auch die Europäische Union bietet Heimat und Raum für die so unterschiedlichen Kulturen, Erfahrungen und Traditionen. Auch eine globalisierte Welt von Wirtschaft und Politik bleibt voller Vielfalt, wie Dahrendorf schreibt, und zu dieser Vielfalt gehört die eigene Identität und die eigene Originalität. Und das müssen wir den Menschen erklären. Wir müssen versuchen, mit rationalen Worten und mit unseren Gefühlen für die Freiheit, ihnen die Furcht vor der Freiheit und die Furcht vor einer offenen Gesellschaft und vor einer globalisierten Welt zu nehmen. Transparenz und Offenheit in einer vernetzten Welt und einer verstärkteren Einbeziehung der Zivilgesellschaft in unsere modernen Informationsgesellschaften sind wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung liberaler und global wettbewerbsfähiger Gesellschaften in der Zukunft. Offene und intelligente öffentliche Verwaltungen sind unentbehrlich für eine wirtschaftliche Führungsrolle Europa im 21. Jahrhundert. Heute bin ich also froh, in Berlin zu sein. Eine Stadt, die wie kaum eine andere europäische Stadt das ganze europäische Spektrum des 20. Jahrhunderts verkörpert. Berlin, Symbol der Spaltung Europas, aber auch Symbol des freien Europas. Aus den Trümmern des zerstörten Berlins entstand etwas Großes. Das Bekenntnis Deutschlands zu Frieden, Demokratie und Menschenrechte. Also, wir müssen den Wandel nicht fürchten. Wir können auch gemeinsame Antworten finden auf die Migrationswelle, Xavier hat es angesprochen. Auch den autoritären Herausforderungen können wir uns stellen. Der Wandel ist keine Gefahr für uns.
Fürchten müssen wir uns vor dem Wandel nicht. Fürchten müssen wir uns vor der Angst. Denn Ängstlichkeit wird keinen Wohlstand sichern. Ängstlichkeit führt zu Subventionen für das Alte, mit dem man in Zukunft aber nicht mehr reüssieren kann. Ängstlichkeit führt zum Klammern an Bestehenden. Ängstlichkeit führt dazu, dass man sich abschotten und einschließen will in der eigenen, vielleicht auch ethnisch nur begründeten Gemeinschaft. Wir müssen nicht den Wandel fürchten, sondern wir müssen die Angst fürchten. Und für uns als Liberale in unseren europäischen Gesellschaften ist das zugleich ein Aufruf. Das geeinte Europa, verehrte Anwesende, das geeinte Europa muss und darf kein vereinheitlichtes Europa sein. Das geeinte Europa muss kein vereinheitlichtes Europa sein. Aber es ist eine Rechts- und Wertegemeinschaft. Handel, internationaler Handel ist wichtig. TTIP wird es, ich denke, in den nächsten Jahren nicht geben, aber vielleicht das Handelsabkommen mit Kanada. Und weil man nicht mit einer progressiven, liberalen Demokratie wie Kanada, geführt von den liberalen Justin Trudeau, wenn man mit Kanada kein Handelsabkommen schließen kann, mit welchem Staat dann? Ich kann krank werden, ich kann studieren gehen, ich werde verteidigt, alles in Europa. Wir haben einen Euro. Ich habe einmal gesagt, wenn wir einen Tag mal die Grenzen zumachen würden, ist kein Vorschlag. Aber wenn wir einen Tag die Grenzen zumachen würden, werden die Leute mal realisieren, was Europa uns bringt. Und keiner weiß das heutzutage. Ich will es mal so sagen, nach meinem Gefühl hat sich Europa eben entwickelt von dem starken Rahmen des Rechts, Binnenmarkt, hin dazu, dass auch im Kleinsten geregelt werden soll, weil man glaubt, bestimmte Fragen vielleicht von Brüssel aus einer professionellen Expertenbürokratie heraus besser regeln zu können. Und ich glaube, dass wir genau das nicht mehr brauchen. Für den Klimaschutz haben wir den europäischen CO2-Zertifikatehandel. Das ist ein marktwirtschaftliches Modell, das funktioniert. Dann braucht man nicht noch kleine Alltagseingriffe daneben. Damit delegitimiert man nur die großen Ideen. Ihre Vision, Ihre Idee. Das ist immer die Freiheit. Das heißt, dass wir sagen können, was wir sagen wollen, im Rahmen des Gesetzes natürlich. Dass wir auch ausländische Staatsoberhaupten bespotten können, ohne im Knast zu kommen. Das ist Freiheit und darum kämpfen wir. Erstmal schwere Begeisterung, dass unser Bundespräsident uns die Lektüre von soziologischen Autoren Ralf Dahrendorf ans Herz gelegt hat. Das fand ich klasse, das werde ich auf jeden Fall heute Nachmittag mir erstmal raussuchen und nochmal zu Gemüte führen. Ich fand es höchst interessant. Ich fand es auch interessant, die Protagonisten besser kennenzulernen, die man aus den kleinen Ländern, muss man leider sagen, oft nicht so gut kennt. Aber ein schönes Streitgespräch teilweise auch. Und mit dem Highlight Herrn Gauck natürlich das Highlight des Morgens auch dazu. Secondly, our priority should be to efficiently secure the external borders of the Union and find an effective and common long-term solution on immigration. I have an experience of my own, as last autumn, my country, Slovenia, undergone what the lack of common European response really means. A country of 2 million, citizens, experienced an influx of irregular migrants of several thousand per day for 4 months long. We even broke European record while accepting 12,500 people in one single day. To compare, it would be as if Germany received 500,000 migrants in one day. But look, following the last Sunday's elections in Italy referendum, one more EU country may fall prey to populists. One cannot rule out the meltdown of the Eurozone. We must prevent this from happening. But on our side, I want to send a very pro-European message. I can declare that under our leadership and under my leadership, I declare Poland shall join the Eurozone. Organisierte Kriminalität müssen wir mit Europol gemeinsam bekämpfen, genauso wie wir den Terrorismus gemeinsam bekämpfen müssen.
Terrorismus heißt heute, ein Terrorist landet in Bratislava und mietet sich ein Auto, fährt nach Stuttgart, trifft dort seinen Waffenhändler, den er im Darknet aufgespürt hat, lädt sich den Kofferraum voll Kalaschnikows und Handgranaten, fährt weiter nach Brüssel, wo er in Molenbeek ein kleines Apartment hat und schlägt anschließend mit seinen Komplizen in Paris zu. Das ist die Realität des Terrorismus in unserer Zeit in Europa. Wie ist die Realität der Polizeiarbeit in Europa? Noch nicht einmal unsere Bundesländer haben einheitliche Datenbanken, um Gefährder, die in, sagen wir mal, Bayern erkannt sind, nach Baden-Württemberg zu melden. Geschweige denn von Baden-Württemberg, wo der ja in Stuttgart seinen Waffenhändler trifft, nach Belgien oder Frankreich. Wir haben mit Europol eine große Behörde, die faktisch ein zahnloser Tiger ist. Sie ist eine Datensammeleinrichtung, eine Analysefabrik. Wir müssen aus Europol ein europäisches FBI machen, das gemeinsam mit den nationalen Polizeibehörden die Ermittlungen vorantreibt, damit dieser transnationale Terrorismus, die transnationale organisierte Kriminalität wirkungsvoll bekämpft werden können. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von Europa, das erwarten sie aber auch von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Aufgabe es ist, das voranzutreiben. Thomas Jefferson hat gesagt, der Preis der Freiheit ist die ewige Wachsamkeit. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass Europa wachsam und wirksam ist beim Schutz unserer Werte und Interessen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. But let me say one thing. We are talking about defense and security politics now and policy, of course. I am aware that in the future we will have to do much more on this. We will have to strengthen, as you said before, the existing institutions. But I believe, and this is really important, that our future should not rest on the weapons, but on the European values. And this is so important. We must educate our young people. We must promote the culture of tolerance in Europe. But at the same time, of course, protect our external borders and establish effective and efficient control there at the external borders regarding irregular migrations. Ich glaube, dass aus polnischer und baltischer Sicht in der Tat Deutschland ein wichtiger Partner ist und auf unsere Leistungsfähigkeit kommt es dann auch an. I do fully agree with the first invitation of Mrs. Merkel, but I'm afraid that it was not really consulted with others and there was no plan B what happens if too many are there. So and now at the end of the day, populists are on search. And we have to, you know, be able to communicate with the people. What are we going to do with them? Why it's not risky? There is no link with the terrorists. Very difficult. It's about communication. Europe must and will stay open for people who are in real need, fleeing from wars to save their lives. Of course, we must stay open. But with such huge influx of migrations, thousands per day, this is impossible. No country can really accept this. I mean, it is over our capacities. And I believe that each country knows its capacities, and here we must show our solidarity. So quotas, whatever, but we must do something together within the EU. Es ist in gewisser Weise positiver Populismus. Wir wollen jedem 18-Jährigen in der Europäischen Union ein Interrail-Ticket geben. Ja. Denn dadurch... Dadurch wird Europa... Die Idee von Martin Speer und Heer, ne? Ganz genau. Zwei jungen genau. Menschen die beiden waren Berlin. Bei mir genau. Im Büro und ja. Wir haben der Manfred Weber von der Volkspartei macht da mit und die Sozialdemokraten ja. Inzwischen auch. Die Grünen waren so ein bisschen skeptisch, aber also wir kriegen da schon was zusammen, hoffe ich. Warum ist das gut? Weil das hat einen Riesenvorteil. Wir haben Erasmus, wir haben Leonardo, wir haben diese ganzen Austauschprogramme. Das ist aber nur für Menschen, für junge Menschen zugänglich, die aus Elternhäusern kommen, die man gemeinhin mit bildungsaffin umschreibt. Also wo die Eltern beim Ausfüllen der Anträge helfen können. Diese Anträge sind immer viel zu kompliziert. Wenn aber auch was dran ändern. Ja, das ist wahr. Aber das Interrail-Ticket würde aber jedem 18-Jährigen, jeder 18-Jährige würde mit Freunden 3 oder 4 Wochen Europa im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Und dann mit einem Eindruck wieder nach Hause kommen, der hat nichts damit zu tun, welche Ausbildungsgänge da waren oder welche Projekte auf europäischer Ebene man gemacht hat. Und das ist in meinen Augen positiver Populismus, wenn man so will. I didn't expect that you're going to be so often on the streets, you're going to be on the December the 13th. When you come over there, you see enormous, you know, I mean,
It's like populism to some extent. You see emotions that people want to change. So you see it on the streets, and it's important to keep it going. Hungary shows that it can slow down. So I think this is the key to make sure that people see the hope. And I think the demonstration also, the moment when if you are at home, you are angry, you, people do get together on the streets and they feel that they are together. Herr Zerrah. Well, since I'm standing in the middle, I can just mediate a little bit. I think that you are both This is it. Man sieht halt, dass die Lage wirklich schwierig ist und dass das, was wir als selbstverständlich erachten in Europa, auch in Zukunft gewahrt werden muss und dass man jetzt mal aktiv das angehen muss, auch in der jungen Bevölkerung, weil sonst das, was wir heute als verständlich erachten, halt vielleicht bald nicht mehr sein könnte. Und da, dafür sind wir hier, denke ich mal, das werden wir so dann auch austragen. Ich hoffe, dass die Veranstaltung heute auch viele Leute sehen, es wurde ja auch übertragen. Das wäre wichtig, dass sich einfach diese Botschaft da weiter verkündet. Also das war ganz, ganz interessant für mich und ich glaube auch ganz, ganz wichtig, diese Veranstaltung. Und die Botschaft, was war die Botschaft? Dass Europa ist eine Friedensgemeinschaft. Und Europa hat sehr, sehr viele Vorteile, was manchmal man vergisst einfach, dass so alltäglich ist. Man denkt nicht daran, dass okay, ich brauche kein Visum, aber das ist ganz, also man denkt nicht daran, dass das schon Vorteil von der Europäischen Union und sehr, sehr viele Dinge, Erasmus-Projekte, die Möglichkeiten für junge Leute und so weiter und so fort. Deshalb, ich glaube auch, dass so Europa muss mehr kommuniziert werden und mit Menschen darüber sehr viel gesprochen sein und werden, dass ja, Europa hat sehr, sehr viele Vorteile und wir brauchen echt die Gemeinsamkeit der europäischen Länder. Die Friedrich-Naumann-Stiftung wollte gerade mit ihrer europäischen Zukunftskonferenz ein klares Bekenntnis abgeben für die Notwendigkeit der Europäischen Union. Wir wollten ein Zeichen setzen gegen diese Lamoyanz, gegen Europa, gegen dieses Lamentieren, gegen dieses ausschließlich Kritisieren. Ich bin der Meinung, es ist gelungen. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass Liberale sehr wohl populär und beliebt sein können. Nicht populistisch, aber populär. Auch mit ganz konkreten Maßnahmen, aber ganz besonders mit ganz klarer Haltung.